Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, an den Anfang können wir heute eine sehr gute Vermittlungsnachricht stellen. Die vor einer Woche vorgestellte Wellensittichschar hat komplett ein neues Zuhause gefunden. Für die schönen Vögel gab es mehrere Interessenten und so konnte man für sie das Beste aussuchen. Heute geht es um zwei Fundkater, die sich bestimmt auch für die bunte Schar interessiert hätten, aber aus ganz anderen Gründen natürlich. Seit einem Monat streifte durch das Gebiet der Gotha-Anna-Straße und Eisenacher Straße ein weiß-roter Kater. Mal war er da, dann wieder weg, aber er kam immer wieder bei den Findern vorbei. Ein Zuhause war nicht zu ermitteln. Der auf ungefähr 5 bis 6 Jahre geschätzte unkastrierte Kater war sehr anhänglich und nett. Nach einer Weile wurde er mit einem schwarzen Freund gesichtet. Die zwei wurden mal einzeln, mal zusammen gesehen. Der schwarze Kater ist kastriert und ungefähr im gleichen Alter. In der Arche Noah geben sich beide gelassen und cool. Sie liegen auf dicken Kissen und scheinen es zu genießen, versorgt zu werden. Sie lassen sich von jedermann streicheln und das Filmen war überhaupt kein Problem. Beide waren bei der Ankunft im Tierheim in gutem Zustand, hatten keine Parasiten oder ähnliches, was auf eine längere Wanderschaft hinweisen könnte. Einen Chip hat keiner von beiden. Ob die beiden Kater zusammengehören oder, wie Tierheimleiterin Katrin Mattes vermutet, erst auf der Straße Freunde geworden sind, kann man natürlich nicht genau sagen. Vielleicht haben sie sich wirklich zusammengetan, denn geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid. Beide sind sehr schöne Vertreter ihrer Art und werden sich garantiert bald langweilen, wenn sie merken, dass ihr neues Zuhause sehr begrenzt ist. Eventuell werden sie auf diesem Weg erkannt von ihren Besitzern oder Freunden und Bekannten dieser. Meldet sich niemand für die zwei Schönen, suchen sie schnell ein neues Revier mit allem, was ein Katzenleben interessant macht. Streichelnde Hände, Dosenöffner und so weiter.